gut wie die letzten zwei Spiele, glaube ich, ein schweres Spiel. Von der Philosophie vielleicht ein bisschen was anderes. Eine aggressive Mannschaft, die andere Tugenden an den Tag legen werden. Von daher sind wir darauf aber vorbereitet. Waren wir gegen Duisburg übrigens auch sehr gut vorbereitet, haben es halt einfach nicht gut umgesetzt. Von daher schauen wir, dass wir Sonntag wieder besser machen. Wir haben die Fans enttäuscht, den Verein und uns selber als Mannschaft auch, weil wir uns das nicht vorgenommen haben. Erst recht nach dem Spiel in St. Pauli, darauf hatten wir eigentlich aufgebaut. Und ja, wir haben das jetzt aufgearbeitet die Woche und jetzt gilt halt volle Konzentration auf Sonntag und dass wir dann eine Reaktion zeigen und unser Gesicht wieder zeigen. Gut ist jetzt Liga. Liga ist was anderes wie Pokal. Ich glaube, jede Mannschaft hat so einige Probleme gehabt, in die Saison zu kommen. Wir sind spielerisch die ersten zwei Spiele gut reingekommen, haben das jetzt gegen Duisburg nicht gut gemacht, was wir die Spiele davor viel besser gemacht haben. Von daher schauen wir, dass wir da an unsere Ligaspiele anknüpfen und ich gehe auch davon aus, dass wir da, ja, dass wir diesen schwachen Tag, den wir am Sonntag hatten, den wir jetzt vergessen. Ja, das ist unsere Aufgabe, ne, dass wir diesen Schalter jetzt wieder umstellen. Wir haben das jetzt aufgearbeitet, wie der Trainer schon sagt, wir haben den Deckel drauf gemacht. Wir haben daraus gelernt aus dem Spiel. Sowas darf uns nicht nochmal passieren. Und ja, wir haben einen guten Mannschaftsgeist und also wir sind bereit dafür, diese Reaktion zu zeigen. Und ich bin recht zuversichtlich, dass wir das am Sonntag machen. Ja, Zweikampfhärte, Laufstärke, zweite Bälle. Ja, ein bisschen mehr, dass wir ein bisschen mehr unter Druck gesetzt werden im Anlaufen wahrscheinlich wie die letzten Spiele. Aber wie gesagt, wir sind darauf vorbereitet. Wir müssen dann einfach die richtigen Schlüsse daraus ziehen und die anwenden am Sonntag. Ja, das ist halt auch eine Mannschaft in der zweiten Liga, die halt über Kampf kommt. Das ist auch eine Pressing-Mannschaft, die auf den zweiten Ball geht. Und ja, aber wie gesagt, der Fokus liegt ganz klar auf unser Spiel. Wenn wir unser Spiel durchziehen, dann wird es schwer, gegen uns irgendwas zu machen. Und da haben wir alle genug in uns ineinander Vertrauen. Und deswegen werden wir das am Sonntag abrufen.